Ich darf noch ein paar Worte sagen. Ja, auch aus meiner Stelle vielen Dank für die wunderschöne und tolle Organisation hier. Ich denke, es ist ein gelungenes Wochenende, das Wetter spielt mit. Auch als Präsident der Roten Nine Fanatics möchte ich gerne ein paar Worte an euch wenden, aber ich will es nicht zu lange machen, weil wir haben ja schon einiges heute gehört. Ganz kurz, wir wollen natürlich im Namen der Fanatics auch dem Ortsverein eine kleine Erinnerung an das Jubiläum geben. Und zwar haben wir hier einen kleinen Präsentteller, der auch dann nochmal das 85-jährige Jubiläum und die Roten Nine Fanatics als Übergeber des Präsentellers nochmal hervorhebt. Wir wünschen euch alles, alles Gute und wir sind natürlich sehr schon jetzt am Überlegen, was wir natürlich dann am 100-Jährigen machen. Und ich denke mal, da werden wir sicherlich, ja, wenn nicht eine Liga, höher sein und auch dann einiges an, ja, Fans auch mehr auf der anderen Seite stehen haben. Das ist mein Ziel. Ja, vielen Dank. Als zweites möchte ich natürlich auch noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben eben die schönen Schals gesehen. Anlässlich des heutigen Datums haben wir noch mal neue Schals herausgebracht. Darf ich mal ganz kurz? Und zwar sind diese Schals dann noch mal mit dem heutigen Datum versehen. 85 Jahre VfB Rotenheim-Bellingen am 28. Mai 2011. Und ich denke und hoffe, dass wir möglichst viele davon verkaufen und dass natürlich alle Käufer zum 100-Jährigen diesen Schal dann anhaben und sagen, ja, beim 85-Jährigen war ich auch schon dabei. Ja? Danke, Merle. Ich weiß, ich will mich kurz fassen, noch eine dritte Sache. Falls es noch jemand nicht vernommen hat, wir haben kleine Jubiläumshefte kreiert. Wir haben darin einige der wichtigsten Daten unseres Sportvereins zusammengefasst. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir da ja, eine kleine Spende, ich weiß gar nicht, habt ihr jetzt da was verlangt? Nein. Als eine Spende. Als eine Spende für die Bambinis, die jetzt halt eben trainiert werden, dass wir denen halt eben mal ein paar Chips und ein bisschen Saft und sowas. Vielleicht auch mal ein Trikot oder ein T-Shirt kredenzen können. Genau. Als, ja, als den ersten sozusagen, um den offiziellen Verkauf jetzt hier zu beginnen, möchte ich gerne dir, Klaus Reiner, einen dieser neuen Schals überreichen im Namen der Fanatics und möchte einfach damit auch den offiziellen Verkauf jetzt hiermit beginnen. Dankeschön. Danke, Merle. Vielen Dank. Dankeschön. Er wird hier in unserem neuen Sportheim einen Ehrenplatz bekommen. Vielen Dank. So,